Lass sie durch. Fremde, Häuptling Hikaru und Marschall Kotalo erwarten dich drinnen. Die Kohlrut sollte bald beginnen. Im Anschluss sollte ich in die Kammer unter Hikarus Thron kommen. Und an Äther. Fremde, der Häuptling wartet in der Arena, hinter dem Thron. Hier geht es wohl zur Arena. Ein weiterer Teil der Ruinen. Zu einem Kampfring umgebaut. Das könnte nützlich sein. Aloy. Du hast Berge bewegt, um den Himmelsklan zu besiegen. Buchstäblich. Kotalo hat geholfen. Ja. Tecote vor dem gesamten Clan zurechtgewiesen. Ihr beide habt gut gedient. Aber jetzt steht die Kohlrut bevor. Einige nehmen teil. Andere sind Zeugen. Sie wissen, dass Regala kommen wird. Ich halte meinen Teil der Abmachung ein, solange du das auch tust. Und wie ist der Plan? Kotalo. Es gibt nur zwei wirkliche Zugänge zur Arena. Durch den Thronsaal von eben und über den Pfad im Norden. Beide sind verbarrikadiert. Aber wenn Regala die Kohlrut mit Maschinen angreifen will, muss sie über den Pfad kommen. Du stößt dort zu unseren Leuten. Halte durch. Und ich habe meine Marschälle. Dann entlasse ich dich aus dem Dienst und entlohne dich. Bereite dich vor, so gut es geht. Wenn die Kohlrut beginnt, musst du durchhalten. Der Hain, die Arena, alles Teil desselben alten Gebäudes? Ja. Hier erinnert sich das Land an die Opfer der Zehn. Ihre Taten werden nie vergessen werden. Welche Opfer? Laut der Vision gaben sie dort unten ihr Leben in einem Kampf gegen Maschinen. Wir ehren sie, indem wir dort die Kohlrut abhalten. Du nennst sie Friedenswächter, doch die Marschälle bei der Gesandtschaft waren Krieger. Krieger ja, doch mehr. Sie entsagen dem Clan ihrer Geburt und verpflichten sich der Ordnung und dem Frieden. Sie vollstrecken mein Gesetz. Sie regeln Dispute und vertreten die Tenakt bei Stammesverhandlungen. Ohne sie kann ich nicht herrschen. Ich weiß, wo ich sein werde. Was ist mit euch beiden? Ich werde natürlich hier beim Häuptling sein. Wenn uns der Kampf erreicht, werden wir unsere Gefallenen rächen. Wenn es soweit kommt. Die Verteidigung hält schon. Bringen wir es hinter uns. Gut. Du findest Decker an der Nordbarrikade beim Rest unserer Leute. Folge den Wegen der Zehn. Wir sehen uns, wenn das erledigt ist. Stärke sei mit. Mögest du deine Gegner zerfetzen? Uns steht ein Kampf. Ich habe...
heute nicht siegen. Der Geist der Tenakt zeigt sich in der Kuh. Blut und Stahl treffen heute aufeinander. Manche Leute schließen Wetten bei der Kuhhut ab. Glücksspiel zeigt Willensschwäche. Eine Schafe. Bald wird der Boden von Schrott bedeckt sein. Der Tiefländer hat seine beste Zeit schon hinter sich. Wir müssen gegen Regala... Lass deine Klinge nicht zaudern. Es ist klar, dass Hikaru Regala nicht furcht. Das wird ein harter Tag. Da ist meine Kraft ist da. Mit seinen Schlägern, klar. Seht, Kameraden. Die Streiterin des Häuptlings, welche Ehre. Ostländerin. Dachte nicht, dass der Himmelskommandant persönlich uns heute beehrt. Wenn es für meine Kämpfer vielleicht gegen Regala geht, sollte ihr Kommandant ihr Schicksal teilen. Oder vielleicht willst du dein Gesicht wahren nach der Sache beim Bollwerk. Pass lieber auf. Große Reden nehmen oft ein böses Ende. Spar dir deine Drohungen für Regalas Truppen auf. Okay, Hikaros Verteidiger sollten am Ende dieses Gartens sein. Aber wir müssen es schaffen. Doch schon. Wir sind bei diesem Kampf nicht alleine. Die Maschinen müssen weg, denn ohne sie sind Regalas Truppen nicht besser als die unseren. Ja, Kaplanin. Passt aufeinander auf. Geh nun. Die Soldaten sind bereit. Sie verteidigen die Kuhrut von unten. Doch von oben. Nicht schlecht. Wo hast du die her? Haben wir von einer gefallenen Maschine abgemacht. Du darfst dich ruhig bedienen. Regala hat ihre Tricks. Aber wir haben dafür dich. Tenakt! Die Kuhlrut erwartet uns. Unser Kampf erfordert neues Blut. Neue Anführer! Lass die Beute los. Kämpfer, tretet vor. Wer eine Maschine erlegt, wird zum Marschall. Gedenket der Zehn. Greift aus der Luft an, so wie sie. Und holt euch den Ruhm. Wehrt sie ab! Verteidigt die Kuhlrut!
Was ist das? Ich weiß nicht. Los, aus dem Weg! Haltet die Stellung! Los! Ein paar Schüsse aus der Balliste. Runter mit dem Teil!
hasse die Dinger. Regala ist hinter Hikaru und Kotalo her. Ich muss zu ihnen. Das ist noch nicht vorbei. Ich komme wieder mit aller Macht. Und wer dann zu Hikaru hält, wird vernichtet. Stillgestanden. Gut gekämpft. Ihr habt euch gegen Gegner aus Metall und Fleisch bewiesen. Ihr seid nun alle Marschälle. Als erstes werdet ihr die Arena gegen verbleibende Rebellen sichern. Los! Furchtbar. Ich hätte sie töten sollen. Jetzt wird sie mit noch mehr Maschinen wiederkommen. Stärker als zuvor. Ich will dir gerne helfen. Du hast genug getan. Weitaus mehr als vereinbart war. Bei unserem ersten Treffen erwähntest du deine wahre Mission, von der alles abhängt. Ich war damals nicht sicher, ob ich dir glaube. Doch jetzt tue ich es. Also geh und erfüll deinen Auftrag. Was wirst du tun? Die Leute heilen. Was du brauchst, ist dort. Nimm sie. Man wird sich an deine Taten erinnern wie an die der Zehn. Hier ist es. Eta ist unten.
Da. Die Konsole. Na los, Etta. Zeit, nach Hause zu gehen. Elizabeth Sobeck. Alpha Prime. Masterüberbrückung aktiviert. Stelle Originalcode für Delta-Unterfunktion wieder her. Okay. Und jetzt zurück damit zu Gaia. Der Zehen leuchten uns jetzt ein. Hier, das muss die Vision sein, die Häuptling Hikaru vor Jahren sah. Alle Visionen sind verändert. Und diese hier. Kann. Aloy! Die Visionen im Hain sehen jetzt anders aus. Diese erschien gerade. Steckst du dahinter? Veränderte Visionen. Die hier hat Häuptling Hikaru inspiriert. Noch mehr Zeugnisse der Alten? Hört nur die Worte, die ein Volk wieder vereinten. Nach den tragischen Ereignissen des Krieges trat Anne Faraday, die treibende Kraft hinter den Versöhnungsversuchen, vor eine Nation, die Hoffnung brauchte. Die Zukunft, durch die Linse der letzten Zeit betrachtet, macht uns Angst. Kriege gegen Maschinen. Essen und Wasser sind knapp. Stürme, die uns vertreiben. Aber wahrer Mut bedeutet, sich diesen Ängsten mit Überzeugung zu stellen. Ich leite diese Friedenseinsätze mit tapferen Männern und Frauen, Marschällen des neuen Südwestens. Und ich bin überzeugter denn je, dass wir für ein gemeinsames Ziel alles schaffen können. Mit mir, mit uns gemeinsam, schafft ihr so eine Nation und eine Welt ohne Not und Krieg. Melde mich zum Dienst, Kommandantin. Ich begleite dich. Aber Hikaru braucht dich. Dank dir hat er neue Marschälle. Und gute Argumente für die Clans. Also kämpfe ich für deine Mission. Widme ihr das, was ich noch geben kann. Das ist meine Wahl. Wie könnte ich dazu Nein sagen? So. Da will jemand zu uns stoßen. Hol ihn in den Ausläufern ab und begleite ihn dann den Rest des Wegs. Mach ich, Aloy. Geh in die Berge, westlich von Rheinklang. Eine Freundin erwartet dich am Aufstieg.
Ich stoße später dazu. Eine Freundin von dir? Das wird interessant. Gut. Ich muss Aeta zurück zu Gaia bringen. Durch Aetas Entnahme haben sich die anderen Hologramme verändert. Das könnte ich mir anschauen. Sagen wir, der Häuptling bekommt seinen Willen. Dauerhaften Frieden mit den Kaja. Was dann? Sehen Sie die JTF-10-Plan-Herausforderer machen tief im Regenwald. Sowohl in der Heimat als auch im Ausland schützte die JTF-10 für den Aufstand wichtige Positionen. Tief im Dschungel, inmitten von Schlamm und Dunkelheit, stellten sie ihren Feinden Fallen. Wir haben Regale einmal abgewehrt. Das schaffen wir wieder. Sehen Sie, wie JTF-10 einen Heimvorteil in der Wüste erlangte. Die JTF-10 eroberte Positionen in der ganzen Wüste. Andere fürchteten die heftigen Sandstürme der Mojave. JTF-Soldaten nutzten sie als Deckung gegen angreifende Feinde. Die Tapferkeit der JTF-10 in den Gebirgsregionen der Heißzone. Trainiert zum Überleben, einsatzbereit in jedem Klima. Die JTF-10 waren Eliteverteidiger, sogar in den fernsten Gebirgsregionen. Möge deine Klinge strahlen. Weißt du, was noch beeindruckender ist? Eine Maschine mitsamt Reiter zu erledigen. Aloy, auf ein Wort bitte. Im Feld oder in der Freizeit. Der Einsatzverband 10 war eine Einheit. Angeführt von Oberst Edward de la Hoya waren ihre Körper und Waffen stets kampfbereit. Essen, Tinte, Schnaps, diese wagemutigen des Himmels teilten alles. Meine Kraft ist dein. Nicht schlecht, da gibt's eine Waffe, mit der ich liebäugle. Aber wir fehlen noch ein paar Medaillen. Ach ja? Blut der Zehn, Aloy. Regala abgewehrt. Die Wahrheit der Visionen enthüllt. Deine Haut reicht nicht, um all deine Taten zu verewigen. Dann müssen wir sie uns einfach merken. Tja, dank dir lebt der Häuptling noch. Und es gibt Hoffnung. Doch deshalb wollte ich dich nicht sprechen. Ich habe eine Bitte. Eine persönliche. Mein Enkel, Kavo. Er war nicht unter den Toten. Das heißt, er muss noch immer bei Regalas restlichen Truppen sein. Er wurde gefangen genommen. Nein. Er trat freiwillig bei. Wie viele junge Soldaten, die sich durch große Taten hervortun wollen. Ich muss ihn suchen. Ihn überzeugen, heimzukehren. Häuptling Hikaru kann für so etwas keine Soldaten entbehren. Und so stehe ich alleine da. Es sei denn, du würdest mir helfen. Es ist viel verlangt nach all dem, was du für uns getan hast. Aber Kavo ist der letzte meines Blutes. Wieso macht Kavo bei Regalas Rebellion mit? Für einige bedeutet Regala eine Chance auf Rache an den Kaja. Während der roten Raubzüge war es schwer, die Clans bei Fahrlicht zu stoppen. Viele wollten die Kaja bis nach Meridian verfolgen. Also sahen sie Regalas Angriff auf die Gesandtschaft als Kampfaufruf? Ja, doch andere, vor allem die Jüngeren, suchen nur den Ruhm, den sie sich von der Jagd auf einen alten Feind versprechen. Bei Kavo war es wahrscheinlich beides. Und dazu noch der jugendliche Wunsch nach einem höheren Ziel. Gegen meine Mahnungen war er taub.
Wenn Kavo schon damals nicht auf dich gehört hat, wieso sollte er es jetzt tun? Kavo war zu jung für die roten Raubzüge. Krieg war ihm völlig fremd. Doch jetzt kennt er sicher das Leid, das er mit sich bringt. Er wird zuhören. Er muss. Ich muss ihn nur finden, bevor es zu spät ist. Und Kavo ist dein letzter lebender Verwandter? Ja. Vor Häuptling Hikaru kämpften die Clans fortwährend miteinander. In jeder Schlacht fiel wieder ein Kamerad. Nach und nach begrub ich meine Kinder. Und dann deren Kinder. Mein Beileid. Ich wollte meine Trauer auf dem Schlachtfeld loswerden, fand jedoch nie Trost dort. Nur in der Weisheit der Visionen. Und dennoch konnte ich Kavo nicht davon abhalten, dem Weg des Blutes zu folgen. Wenn Kavo Regalas Rebellion freiwillig beitrat, wird Hikaru ihn zurück in den Stamm lassen? Der Häuptling kennt den Wert der Gnade und den Preis endlosen Blutvergießens. Ich mache mir mehr Sorgen um den Rest des Stamms. Einen Verräter werden sie nicht so schnell akzeptieren. Selbst mit meiner Hilfe wird es nicht einfach. Du musst es versuchen. Ich helfe dir mit deinem Enkel, wenn ich kann. Wo fangen wir an? Laut unseren Spähern verließ Kavos Trupp kürzlich einen von Regalas Außenposten in den Hügeln im Süden. Der Trupp kehrte nicht zurück, doch die Späher entdeckten auch noch eine der unseren, die dort gefangen gehalten wurde. Dann beginnen wir am Außenposten. Befreien die Gefangene und vielleicht weiß sie, wo Kavos Trupp ist. Brechen wir auf? Ich muss erst noch etwas anderes erledigen. Wir treffen uns dort. Ich warte auf dem Hügelkamm südöstlich des Hains. Zum Außenposten gehen wir dann gemeinsam. Bis dahin, viel Erfolg. Wäre bestimmt schön, dort eine Freundin zu haben. Dann wäre das geklärt. Stärke sei mit dir. Sagen wir, der Häuptling bekommt seinen Willen. Dauerhaften Frieden mit dem Vater. Was dann? Handel vielleicht. Freie Passage über die Grenzen. Die einzigen Tenak, die ich kenne, die freiwillig Kaja landen. Warum tut sie sowas? Mögen deine Feinde fallen. Ich kann der Hitze Mögen nicht entkommen. Die Zehen dich leiten. Möge deine Rüstung bestehen. Du siehst gut aus. Ehre und Kraft, fragen wir sie. Der Stamm hat schon so... Streiterin, wir müssen uns auf deine Stärke und Großzügigkeit verlassen. Sag ihr einfach, was los ist, Duka. Der Stamm braucht die Arena. Nur mit ihrer Hilfe bekommen wir sie wieder auf. Ihr braucht die Arena? Aber die Kulrut ist vorbei. Das stimmt. Doch wir benutzen die Arena, um die Moral des Stammes zu heben. Wir nutzen sie zum Training. Wir treiben Maschinen rein, sodass die Soldaten in kontrolliertem Rahmen das Töten erleben können. Und das hebt natürlich die Moral. Häuptling Hikaru lässt uns die Arena nicht öffnen, bis die Balliste, die das Feld schützt, repariert ist. Wir brauchen sie, falls eine Maschine Amok läuft. Während der Kulrut wurde sie beschädigt. Die Teile, die wir brauchen, sind schwer zu finden. Ihr wollt, dass ich Maschinen jage und euch ihre Teile bringe? Wir fragen dich, da jeder Trupp im Hain in Alarmbereitschaft ist. Für den Auftrag gibt es aber auch Vergütung. Stimmt's, Kalla? Natürlich. Wenn die Arena wieder öffnet, wäre ich geehrt, dich zum Wettkampf einzuladen. Es wird eine große Vielfalt an Maschinen geben. Und es gibt Preise für dich, wenn du gewinnst. Nicht nur in der Arena, sondern auch für Medaillen aus den Jagdgebieten. Die kannst du für die beste Ausrüstung des Stammes eintauschen. Die Balliste reparieren wir mit einer Sehne von einem Rollrücken und Dornrückenstoßzähnen. Diese Maschinen wurden nahe eines Lagerfeuers im Südosten gesehen. Wenn du sie hast, bring mir die Teile zum Schlund der Arena, im Nordosten des Hains. Okay, mal sehen, was ich tun kann. Eine Sache noch, wenn du wieder in die Wildnis gehst. Ich habe einen Auftrag, hat mit der Moral der Soldaten zu tun. Einen bedauerlichen.
Jeder Tenakt-Soldat hat eine Marke mit seinem Truppensymbol. Rebellen haben die Marken von ihren Opfern gesammelt. Diese Marken findest du an Außenposten des Feindes. Bring sie zu mir, wenn du sie hast. Ich sorge dafür, dass sie die Kameraden und Liebsten der Soldaten bekommen. Solch Bestätigung kann manchmal die Trauer lindern. Und es gibt Prämien, falls dich das interessiert. Ich habe schon ein paar Marken gefunden. Ich habe nichts hier, um dich zu bezahlen. Bring sie mir zum Schlund der Arena, wenn du kannst. Danke dir, Streiterin. Und bitte vergiss nicht die Teile für die Balliste. Ich muss Richtung Südosten, um diesen Rollrücken zu finden. Ich glaube, ich habe eine Herde Dornrücken in der Nähe gesehen. Haben Sie Maschinen gezählt, die Rebellen? Und wie war die Antwort? Nicht sehr hilfreich. Ihre Maschinen waren anders als die, die heute durch die Wildnis streifen. Und ihre Geheimnisse starben mit ihnen. Schade. Die Licht ist ein Geschenk. Ja, geht mir genauso. Ich habe von dir gehört, Fremde. Für deine Abenteuer brauchst du sicher Vorräte. Nächstes Mal bekomme ich deine Schärfe. Keine Armee kann ohne Vorräte marschieren. Ich dachte, ich hätte etwas, was du brauchst. Ich habe die Kaplanin neulich gefragt. Die Fahrer konnten die Zähne auf Metallflügeln fliegen. Haben die Maschinen gezählt für die Rebellen? Sehr schön. Alles ruhig. Was ist los? Bisher wurden keine Probleme ge... Brauchst du Vorräte? Für deine Diener sorgt das Tür. Vielleicht waren es nur leere Drohnen von Regala. Die Kuh kann beginnen. Das Blende, die Kunst der Kunst erwartet. Ehre und Kraft. Ich habe nachgedacht. Ich werde um Beitritt zur Wache ersuchen. Haben Sie noch nie gesehen, Ingrid? Was macht sie denn? Ach, übrigens. Thank you.
werden wir uns zur Wehr setzen. Die letzte Schlacht gegen Regala steht bevor. Bitte Status-Update. Flug 41, ihr müsst euren Kurs anpassen, um den Schwarm zu umgehen. Bitte antworten. Ende. Flug 41, bitte bestätigen. Meine Sensoren melden, dass der Kabinendruck weg ist. Ich schätze, die Crew ist tot und der Autopilot an. Flug 41 ist ein Geisterflug. Was immer mit den Personen im Flugzeug passiert ist, sie konnten nicht an. Es muss noch einen Flugschreiber geben, der ein Signal sendet. Vielleicht finde ich ihn. Thank you.
Mein Rucksack ist voll. Ich kann es später aus dem Vorrat nehmen. Aloy, der Außenposten ist gleich dort. Bist du bereit? Die Rebellen geben sicherlich nicht kampflos auf. Dann sollen sie einen Kampf haben. Das Blutvergießen endet erst, wenn Regala besiegt ist. Was zählt, ist die gefangene Nakala. Vielleicht weiß sie, wohin Kavos Trupp wollte. Okay, gehen wir rein. Mir hat mal jemand gesagt. In der Einsamkeit liegt die Kraft. Die Kraft, sich zur Wehr zu setzen. Einem Zweck zu dienen, der größer ist als man selbst. Und zum Wohle aller. Diese Worte trage ich bei mir auf der Jagd, wohin es mich auch verschlägt. Und jetzt nehme ich sie mit in den verbotenen Westen.